Audi nutzt den Genfer Autosalon, um ein echtes Neuheitenfeuerwerk zu zünden. Den Anfang macht der A3 e-tron. Er ist der erste Plug-in-Hybrid der Ingolstädter. Trotz seiner Systemleistung von 204 PS soll der Durchschnittsverbrauch bei 1,5 Liter auf 100 Kilometer liegen. Möglich wird das durch einen 150 PS Benziner in Kombination mit einem 75 kW Elektromotor. Dank Plug-in-Konstruktion lässt sich der Akku an der Steckdose wieder aufladen. Wir haben in den letzten 3 Jahren, glaube ich, sehr, sehr viele gute Erfahrungen gesammelt. Einmal im Flottenbetrieb mit dem Audi A1 e-tron. In der Technologie und Innovation, was Leistungselektronik, Thermomanagement anbelangt, mit dem R8 e-tron. Und wir sind heute ja auch in Serie mit Hybriden beim Q5, A6 und A8. Und wir haben die Entscheidung klar, dass der Plug-in-Hybrid wahrscheinlich das ist, was der Kunde am meisten begehrenswert findet. Lange Reichweite, emissionsfrei in der Stadt, und das ist das beste Package. Der Audi A3 g-tron ist derzeit ebenfalls noch eine Studie. Er soll dem Vernehmen nach aber Ende 2013 in Serie gehen. Angetrieben wird er von einem 110 PS leistenden 1,4 Liter TSI-Motor, der speziell auf Gasbetrieb angepasst wurde. Die Reichweite bei vollen Gastanks soll bei 400 Kilometern liegen. In Kombination mit dem Benzinvorrat schafft dieser A3 900 Kilometer ohne Zwischenstopp an einer Tanksäule. Der RS Q3 hat in Genf ebenfalls seine Premiere. Er wird das Topmodell des kleinen SUV werden. Der 2,5 Liter Fünfzylinder Turbo sorgt nicht nur für einen wohligen Klangteppich, er schiebt mit 310 PS den RS Q3 bis auf Tempo 250. Das Fahrwerk wurde speziell auf die erhöhten Anforderungen angepasst. Die Batterie wanderte zugunsten einer besseren Gewichtsverteilung in den Kofferraum. Rennwagen-Feeling kommt spätestens mit der Launch Control auf. So lässt sich der RS Q3 in 5,5 Sekunden auf Landstraßentempo katapultieren.